Und willkommen zurück bei Let's Play Sheltered. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt hier die letzte Folge wird oder nicht. Keine Ahnung. Mal sehen, was jetzt hier noch so alles geschieht. Neue Aufnahmesession. Und ja, mal gucken. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Wer weiß, vielleicht passiert ja jetzt hier was total Spannendes. Zum Beispiel, dass der Generator keinen Sprit mehr hat. Oder sowas in der Art. So, den füllen wir erstmal nach. Das kann die Brenda gerade mal machen. Er darf nochmal trinken, der gute Kevin. Und dann sind wir eigentlich auch gleich bereit für eine weitere Tour. Sie auch nochmal schnell Wasser und eigentlich nochmal schnell auf unsere Supertoilette, die wir jetzt haben. Wir beginnen ja hier so langsam ein bisschen aufzurüsten. Langsam aber sicher. Und ich würde gerne den Wohnwagen jetzt irgendwie noch fertig bekommen. So halbwegs zumindest. Aber ich glaube, bis wir diese vier blöden Reifen gefunden haben, da vergehen noch 10.000 Jahre. Deshalb mal sehen. Ich gebe mir Mühe. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Wir lassen das Ganze jetzt einfach mal auf uns zukommen. So, ja. Immer diese tolle Erklärung nochmal hier. Jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet. So, Farkut. Wie machen wir es? An sich würde ich ja hier unten auch gerne mich umsehen. So, machen wir so. Tankstelle, Tankstelle. Unbekannt, 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 unbekannt. Dann machen wir hier so eine kleine Aufklärungsmission. Na komm, machen wir so. Okay. So, Kevin, du alte Socke, du bekommst dies, dies, dies und das. Und eine Handgranate. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Den Verteiler haben wir den noch nicht eingebaut. Okay. Das ist merkwürdig. So, die Axt. Die Gasmaske und den Rucksack. Und dann vorwärts. Doch, haben wir schon. Ach, okay. Ich dachte gerade. Ja, warte mal mit die beiden hier wieder. Ich habe keine Ahnung, was wir mit denen noch machen sollen. Um uns hier die Zeit zu vertreiben. Wir können duschen gehen, wir können aufs Klo gehen. Alle tollen Dinge. Super spannend. Nee, komm. Wir gucken gerade nochmal hier, da wir brauchten noch die drei Gummi. Um das Ding auf Level 4 zu bekommen. Lass mich mal kurz schauen, brauche hier irgendwas von dem ganzen Gedöns Gummi? Nee, ne? Außer natürlich die Regenfässer. Wir könnten jetzt natürlich ein Regenfass zerlegen. Kleine haben wir aber leider nicht mehr, das ist das Problem. Sonst hätte ich gesagt, wir zerlegen einfach so ein Regenfass. Und rüsten dann einfach mal unsere Werkbank auf. Aber ja. Wasser ist ja das Wichtigste, deshalb würde ich das eigentlich gerne so lassen. Um ehrlich zu sein. So, Essen haben wir ja echt auch genug. Hier oben, das ist auch alles okay. Ja, gut. Also es ist echt... Es ist... wirklich schwierig, hier irgendwas Sinnvolles zu machen. Also
Wir können noch eine Toilette bauen, wir können, keine Ahnung, ein Bett vernichten, um uns dann ein besseres zu basteln. 5, 3 Stück, was ist damit? Würde vielleicht sogar hinhauen. Hälfte zurück, ja, 3. Doch, müsste hinhauen. Und die brauchen wir auch nicht zum Aufrüsten, ne? No. Wir brauchen Holz. Okay. Dann warte mal. Roger. Wenn du fertig bist mit Essen, obwohl, kann er auch eigentlich eher machen. Dekonstruieren. So, ach, kriegen sogar 6 Wolle zurück. Das ist natürlich schön. So, Gary. Dann bastel uns doch mal bitte ein bequemes Bett. So, der Dirt. Sprit nehmen wir auch mal mit. Okay. Roger muss schlafen. Reparieren. Schlafen. Und Gary muss ebenfalls pennen. Aber Gary kann erstmal hier so eine Reparaturrunde machen. Und dann kann er sich pennen legen. Das Ding geht noch. So. Die kleine Tankstelle, ja, ja. Und da ist jemand an der Tankstelle. Wer ist es? Es ist... Kimberly! Hallo Kimberly, die hatten wir noch nicht. Grüß dich. Schön, dich kennenzulernen. Ich werde dich so zu Brei schlagen, dass deinem Vater das Ei, aus dem du entstanden bist, schmerzen wird. Na, das... klingt ja total nett, ist aber ein cooler Spruch. Aber dafür kann sie jetzt gleich hier schon mal gute Nacht sagen. Plong! Nein! Ach, Diebstahl. So, aber jetzt verblutet sie auch langsam, ne? Oder? Das müsste es jetzt gewesen sein. Genau. Und so kriegt ja eigentlich keiner von denen Trauma, oder? 3 Leder, das ist ganz super. Ja gut, aber so kriegt auch keiner Erfahrung. Das ist natürlich blöd. Das ist mehr als blöd. Ein Gummi, yay! So. Okay, und jetzt sind sie auch unterwegs in Richtung merkwürdiger Stadt. Nein! Oh, nein! Ach, fuck. Ach, Mann. Ach, ist das bescheuert. Oh, Mann, oh, ist das... Das war so richtig doof jetzt. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Bei diesen super angeordneten Buttons. Naja. So. Dann machen wir das Ganze eben gleich nochmal. Essen. Duschen. Essen. Klo und duschen. So. Lalala. Schlafen. Brenda geht auch schlafen. So. Oh Mann, wie blöd, ey. Die
Warum müssen manche Leute uns unbedingt in die Quere kommen? Das endet immer tragisch für sie. Es ist so seltsam. Es ist, als würden sie sich nach dem Tod sehnen. Aber da sind wir immer gerne behilflich. Oh ja. So. Der Kevin darf duschen, die Brenda darf so lange noch pennen. So. Yay, auf ein neues, weil es so schön war. Bescheuert. Naja, jetzt gehen wir gleich hin, so. Einmal hier die Außenbezirke. Oh Mann, das ärgert mich jetzt gerade echt. So scheiße. Und besonders, weil wir auch immer damit Gasmasken verschwenden. Das ist das Problem. Müssen wir auch unbedingt darauf achten, dass wir immer für ausreichend Gasmaskennachschub sorgen. So, was ist mit euch? Ihr habt hier wieder Spaß. So, einmal sauber machen. Ach, sind sie jetzt schon da? Warte. Ach. Okay. Das war Zufall und da wartet eine Quest auf uns. Oder auch nicht. Dann halt nicht. So, einmal die Schutzanzüge an. Und dann darf sie da draußen reparieren. Ich guck mal gerade. Das können wir uns eigentlich sparen. Ja, ja, klopf, klopf. Das könnten wir auf 2 erhöhen. Aber ich würde gerne... Ja, ja, ich komm. Ich würde gerne sparen, bis wir die Werkbank aufgerüstet haben. So, wir quatschen die Fremden natürlich wieder an. Wie immer. Ja. Handeln. Okay, wir können mit ihnen handeln, das ist schon mal gut. Wir brauchen allerdings nichts. Aber immerhin besser, als angegriffen zu werden. Ich sag es immer wieder. So. Oh Gott. So, einmal füllen. Einmal Anzug zurückgeben. Ach, und überall die Katzenkacke, ey. Das ist echt... schlimm. So, das Bett. Warte mal, wir bekommen wie viel Wolle zurück? 6 Wolle, ne? Sicher? Ich hoffe es einfach mal. Wir machen das jetzt. Ein mittelgroßes Haus. Ja, kommt. Untersucht das mal. So, 5 Wolle haben wir bekommen. Das müsste allerdings auch reichen. Gerade so. So, bauen wir das hier so hin. Wollten wir uns da nicht eben umsehen? Ach. Jetzt latschen sie erst. Große Polizeidienststelle. Okay. Okay. Nicht zurückrufen. Das sieht natürlich interessant aus da. So, sie sind auf jemanden gestoßen. Wir gucken uns das Ganze mal an. Die Lady ist alleine. Nylon könnten wir eigentlich gebrauchen.
Dafür gebe ich dir sogar... Ja, toll. Das ist... echt blöd. Das ist natürlich echt blöd. Komm, egal. Egal. Für das eine popelige Nylon-Gedöns. Hui. Hier gibt es viele tolle Sachen. So, eine Gasmaske, einmal Metall, das. Okay. Nahrung haben wir ja immer noch genug. Ich denke, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Was ich allerdings halt auch echt ein bisschen blöd finde. Also ich finde, man könnte das ein bisschen besser ausbalancieren. So, dass man das Jagen vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt. Also mit den Fallen. So, ihn greifen wir jetzt an. Angriff! Dennis! Stirb! Okay, Brenda. Das ist deine Chance jetzt. Ein paar Skillpunkte zu holen. Und das Messer sparen wir uns. Siehste, einmal Stärke und einmal Geschick und Trauma gibt's kostenlos dazu. Und was zu essen gibt's auch noch dazu. Das ist auch ganz toll. Draht und Leder und noch eine Gasmaske und noch ein Scharnier und nochmal dies und das und... Ja, das ist... alles echt schön, aber... nicht so wirklich das, was wir brauchen. Nicht so wirklich das, was wir brauchen. Ich meine, ich würde jetzt... auch gleich echt sagen, kommen wir dekonstruieren so einen Wasserbehälter. Was hat sie? Achso, ich dachte gerade, es wäre eine Flinte. So, komm. Sie hauen wir auch um. Da hat sie den Erstschlag gehabt. Unglaublich. So. Render fängt an. Und diesmal bekommt Nanius das Trauma. Nein, nicht Nanius. Kevin. Plong. Ein Skillpunkt vielleicht auch noch. So. Der Bewährungsstab. Jawohl, Stärke 10. Und ein gutes Trauma. Und es regnet. Yay. Yippie-yay. Und weißt du was? Auf Stufe 4 können wir dann ja auch irgendwann irgendwie so ein großes Regenfass basteln. Aber wir können es... ah doch, wir können es dekonstruieren. Machen wir das da oben. Warte, so. Was soll's, komm. Kriegen wir zwei Gummi, das müsste hoffentlich reichen. Halt, stopp, langsam, langsam. Es reicht! Endlich! Ja! Ja, geil. Kunststoff. Sprit. Was zu essen. Nylon und ein Nagel und noch ein Scharnier. Oh, und jemand an der Tür. Sehr schön. Der hat natürlich hervorragende Dinge. Die wir ihm auch gerne abnehmen. Dafür bekommt er... so. Und was haben wir noch? Wir haben eigentlich alles zum Totschmeißen hier. Wir haben wirklich viele Sachen.
Er bekommt Magnesium, hm? So. Okay. Und da hat gerade Audacity gehangen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht asynchron geworden hier. Bitte nicht. Es ist nett, ab und zu Besuch in unserem Schutzraum zu haben, auch wenn er uns anmeckert, weil wir die ganze Zeit das Licht anlassen. Wir verschwenden anscheinend kostbare Energie. Das hatten wir schon mal. Dass wir das Licht ausschalten können. Ach, guck mal. Guck mal einer an. Die Werkbank. Ja! Stufe 4. Geil. Wir können tolle Dinge basteln. Cool. Zum Beispiel einen großen Rucksack. Und ein Doppelbett. Und eine effiziente Toilette. Und einen Ofen. Cool. Echt cool. Den Ofen, den basteln wir auch so gleich. Was kann man hier noch machen? Eine Rohrbombe. Und eine große Kiste. Und, ich sag schon mal gleich, die Katzen sind wieder im Hintergrund am werkeln. Wie immer. Das gehört bei Sheltered anscheinend dazu. Das gehört echt dazu. So, den guten Ofen können wir eigentlich dann dekonstruieren. Und dann holen wir uns den ausgezeichneten Ofen. So, hier liegt... Hier liegt ja echt einiges rum. So, Federn holen wir uns. Dann das Essen lassen wir liegen. Antistrahlungstabletten, die sind nützlich. Die kann man anstelle der Gasmasken verwenden. So. Bestätigen. Und gleich haben wir einen neuen Ofen. Lalalalala. Lalalalala. Den ausgezeichneten Ofen. Der hier sogar ausgezeichnet hinpasst. Und ich glaube, wir machen dann doch noch so eine Folge. Also wir rüsten hier so alles mal auf und so weiter. Und dann sehen wir mal weiter, was noch passiert. So, der Schrottplatz, das ist ganz toll. Können wir denn noch was machen? Also den Rucksack, den werden wir auf jeden Fall basteln. Ein großes Regenfass können wir leider nicht machen, weil es das blöde Gummi fehlt. Die hört man im Hintergrund, das ist echt unglaublich. Wie sie hier rumkreischen. Munitionspresse, Labor, Pflanzenmedizin, Blumenkübel. Blumenkübel, okay. Können wir unsere eigene Nahrung züchten? Das ist natürlich... ist natürlich auch mal ganz interessant. Ich glaube, das machen wir mal. Schaltplatte. Das, warte mal, wir warten, bis die zurück sind. Die bringen uns ja noch tolle Sachen. So, einmal Toilette. Ja, leider ist die Kapazität erreicht. Das ist doof. So, was haben wir da? Ein Baseballschläger, yay. Kupplungsseil. Haben wir, glaube ich, schon. Batterie haben wir, glaube ich, auch schon. Zündkerze brauchen wir aber noch. Die Zündkerze brauchen wir noch, soweit ich mich erinnern kann. Komm, wir nehmen das Kupplungsseil auch lieber mal mit. Und die Autobatterie auch mal. Ich gucke jetzt gerade mal. Batterie haben wir. Kupplungsseil brauchen wir nämlich noch. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch 4 Reifen. Das sollte ja gar nicht so schwer sein, die noch zu bekommen. Roger! So, die Fremden quatschen mal wieder an.
Und ich werde dann auch wahrscheinlich gleich die Folge mal beenden, um rauszufinden, ob das Ganze hier noch synchron ist. Ich hoffe es einfach mal. Das ist schon ewig nicht mehr passiert, dass hier Audacity einen Sprung hatte. Das ist echt mehr als merkwürdig. So, Autobatterie hatten wir, ne? Ja. Okidoki. Wie viel haben wir denn hier noch zum Plündern? Okay. Doch noch einiges. Ja, nun gut. Dann liegt da. Warte mal. Sieht so aus, als ob da einer im Bett liegen würde. Ja, ich sag dazu nix. Ich sag dazu nix. Meinetwegen sollen sie hier in Betten liegen, wie sie wollen. Davon können wir leider nur einen machen. Die Toilette kriegen wir, glaube ich, auch nicht hin. Die Dusche. Das wäre natürlich noch ganz spannend. So. Was haben wir da? Kunststoff, Drähte, Zement und so weiter. Ja, gut. Lassen wir so. Und die kleine Roger geht jetzt schlafen. Und der kleine Gary geht ebenfalls schlafen. Jemand benötigt Hilfe. Das ist ein Fall für Brenda und Kevin! Hm? Was? Was? Hä? Was war denn das jetzt? Mysteriöse Luke? Ach, wie cool. Wie cool ist das denn? Und es bringt uns gar nichts. Hä? Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. So, hier haben wir haufenweise zu essen. Und einmal Nylon und das und das und das, das, das. Meep. Meep, meep, meep. Das Panzertape, lassen wir das da. Und nehmen dafür Nahrung mit. Ich glaube ja. So. Dann machen wir das nämlich so. Und jetzt müssten die beiden eigentlich auch wieder auf dem Rückweg sein. Obwohl, das Haus da noch? Kann das sein? Gehen die da nochmal vorbei? Nö. Erstmal wieder ein paar Leute. Ronald! Ronald McDonald. Er will sich uns anschließen. Nö, danke. Dich wollen wir nicht. So, sie sind auf noch jemanden gestoßen. Guten Tag, Larry. Der hat wieder so eine merkwürdig graue Hautfarbe. Okay. Nahkampf. Und er macht schon mehr Schaden, man merkt es. Können wir das mitnehmen? Nein, können wir nicht. Sollten wir aber vielleicht mal. Wenn wir uns dann so einen Blumenkübel basteln wollen.
So, und Kevins Traumameter steigt bedenklich an. So, schwarzer Regen, warte mal, dann hier schnell was trinken. Glück gehabt. Und komm. Essen darfst du auch, mein Kind. Und hier oben die Dinger. Oh, geht noch. So. Schon wieder, Leute. An der Tankstelle. Hallo, Robert. Dir scheint es ja auch nicht gerade schlecht zu gehen. Ich wünschte mir nur, ich wäre so gut vorbereitet gewesen. Ich kriege ja nicht mal 10 Federn zusammen, das hatten wir schon. Mit Sicherheit nicht. Weil du gibst mir mit Sicherheit sowieso nichts im Austausch. Für die 10 Federn. Da gab es doch mal einen Film, wie heißt der? Die 5 Federn oder die 4 Federn? Ich glaube die 4 Federn oder so. Keine Ahnung, ich weiß nur, er war ziemlich gut. So. Die zwei Kollegas sind wieder da. Grüßt euch! Na, ja, knappe Kiste. So, hauen wir uns das Lager erstmal wieder voll hier. Bestätigen, jawohl. Langsam hier. So, füllen. Essen und dann duschen und er muss ja eigentlich genau dasselbe tun, nur darf er vorher schlafen. Ich hoffe, es gibt keine Lebensmittelvergiftung. Allerdings, wenn es eine gibt, muss ich noch kurz was ausprobieren. Es wird Zeit, dass die anderen aufhören, sich uns in den Weg zu stellen. Wenn sie versuchen, uns weh zu tun, dann können sie sich auf eine böse Überraschung gefasst machen. Wir haben kein Problem damit, jemanden zu töten, wenn es notwendig ist. Tja, mittlerweile sind wir echt schon ganz schön rücksichtslos hier geworden. Das stimmt schon. So, Lebensmittelvergiftung. Das, was ich ausprobieren möchte, probiere ich dann allerdings. Oh Mann. Diese Dusche könnte mal repariert werden. Mach das doch mal. Nee, das, was ich ausprobieren möchte, probiere ich dann einfach in der nächsten Folge aus. Aber vorher. Vorher bauen wir noch die Teile in den Wohnwagen ein. So. Rucki zucki. Dann wird das Ding hier noch repariert und das Ding ebenfalls. Und dann fehlen uns wirklich nur noch 4 verdammte Reifen. Die müssten wir ja eigentlich ganz schnell bekommen. Ja, der will draußen wieder. Draußen wieder Sabotage betreiben, der Sack. So. Was sabotiert er? Unseren Wasserfilter, der blöde Arsch. So. Na gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge genau hier wieder bei Tag 68. Bis dann. Tschüss.